Wir geben euch noch mal einen knappen Tausender Energie. Einfach noch mal oben drauf. Wir geben euch noch mal 800 Mineralien oben drauf. Und Futter geben wir euch auch noch mal. Wie viel? Da kommen 900. Zack. Ja, Infos wollen wir gar nicht von euch. Ich könnte Systeme transferieren. Fijantris. Nee. Warte mal. Wir bestätigen erstmal das. Fijantris. Das System wollen sie haben? Nee. Never ever. Oder wollen die Bussysteme, an die sie schon angeschlossen sind? Also diese berühren. Weil dann könnten wir ihnen ja auch das Bindu geben. Wir müssen das gleich mal testen, weil wir gerade ein Konstruktionsschiff haben, was nichts zu tun hat. Muss das mal Bindu einnehmen. Und dann mal gucken, was passiert, wenn wir Bindu eingenommen haben. Ob wir das an die abtreten können. Das wäre mal interessant zu wissen. Wie lange brauchst du noch? Du bist fast durch. Das wäre mal interessant zu wissen, ob wir das so abtreten können. An die Herrschaftens. Die brauchen noch eine Weile. Construction completed. Perfekt. Du hast dann gerade nichts zu tun. Richtig, richtig. Aber du bist dichter. Gut, wir warten, bis das Konstruktionsschiff fertig ist. Da einmal komplett ausbauen, bitte. Dann das. Ach, gerade mal eine Stunde um. Was sagt die Uhr? Mal gucken, ob Schatzi sich schon gemeldet hat. Weil das unsere Untertanen sind. Das ist das Volk, was wir, dazu gebracht haben oder unsere Technologie gegeben haben, dass sie Weltraum fliegen können. Und jetzt sind das quasi unsere Migrationsabkommen, können wir ihnen jetzt anbieten. Machen wir noch. Und die sind unsere Untertanen. Genau, genau genommen sind es unsere Vasallen. Unser Protektorat ist es, so rum. Sie können uns immer noch einen Krieg erklären. Und die haben wir auch mittlerweile gefunden. Handelt nicht. Die mögen uns bald nicht mehr. Dann bieten wir ein Handelsabkommen nochmal an oder Nahrung? Ach komm, wir kriegen ein paar Credits. Da. Nimm mal einen Tausender. Dafür kannst du uns doch bestimmt ein bisschen strategische Ressourcen geben. Nur eins? Ich hätte aber gerne mehr. Ach, nehmen wir einfach mal. Ja. So, mal gucken, ob sie uns da mehr mögen. Zack. Geprüft, entschieden und anzunehmen. Bitteschön. Dauer für 10 Jahre. So, und? Naja, das Vertrauen geht halt nicht, ne? Aber hier, da mögen sie uns wieder ein bisschen mehr. Aber es sinkt halt. Wieder. Na, mal gucken, was... Akzeptanz 95. Das ist die Akzeptanz? Nee. Reich? Nein.
Nein. Harmonisches Kollektiv. Entfernung ist zu hoch. Okay. Herzliche Haltung. Das ist ganz komisch. Ja, okay. Ist ja auch egal. Guck mal, sie haben erste Forschungsschiff losgeschickt. Ich bin so stolz auf die. Ich mag die. Construction completed. Eine Einheit der Ressource reicht für das Ganze auch. Ah, okay. Ah, okay. Er ist auch fertig. Dann kann er mal ganz kurz Bindur einnehmen. Bitte. Und dann testen wir mal, ob wir Bindur an die abtreten können. Und wenn nicht, dann reißen wir die Station einfach wieder weg. Fertig ist. Zack, zack, zack. Genau, aber so, wir geben gleich unsere ganze Kohle aus, obwohl ich die eigentlich für was anderes ausgeben will. Mann! Ist eine Kolonie schon mittlerweile angekommen? Nein, ist es noch nicht. Ship upgrades applied. Ja, da steht er da. Genau, wir haben einmal das, einmal das. Gut. Im Spiel gibt es viele verschiedene strategische Ressourcen, die üblicherweise durch die Erforschung von Technologien aufgedeckt werden können. Kontrolle über bestimmte strategische Ressourcen führt gewöhnlich zu Reichweitenboni. Ihr benötigt nur Zugang zu einer strategischen zu einer einzigen Einheit der strategischen Ressource, um den vollen Nutzen daraus ziehen zu können. Okay. Moment, sollst du das schon auch machen? Ja, mach mal. Erforsch das mal. Da unten ist ausgebaut, okay. Aber jetzt, wir brauchen 5, knappe 6000 Mineralien. So. Damit wir die beiden Flotten aufs Maximum bringen. Sollte man wieder Play drücken, nicht doof. Und noch schnell einen Schluck trinken. So, Schatz hat übrigens schon Feierabend gemacht. Die bringt ja schnell ihr Zeug weg und dann geht sie erstmal einkaufen. Einkaufen heißt, sie fährt zum Sub. Und bringt was zum Futtern mit. So. Warum kann ich euch eigentlich noch nicht? Das wollte ich mal prüfen. Achso, weil ich die Diplomatie dafür noch nicht habe. Und ich muss sie dann entlassen. Habt ihr ein Migrationsabkommen mit diesem Reich? Unsere Bevölkerung werden sich frei in beiden Reichen bewegen können. Ship upgrades applied. Ja, kriegen sie. Abschluss des Migrationsabkommens mit diesem Reich. Unsere Bevölkerung werden sich frei in beiden Reichen bewegen können. Dies erhöht das Vertrauen in uns monatlich um bis zu einem Maximum von. Zack. Zack, das kann weg. So. Migration zwischen uns ist gestattet. Würde für die Humans wie für die Uri eine bessere Zukunft bedeuten. Genau. So. Dann. Weil dann können die zum Beispiel auch dahin, beziehungsweise die können sich ja hier die Planeten schnappen, die ich gar nicht haben will. Zum Beispiel hier die Wüstenwelt. Die würde ich denen gerne geben. Aber die Frage ist, ob sie die überhaupt besiedeln dürfen. Weil dann müsste ich die ja besiedeln eigentlich, ne? Ein Alienschiff. Jemand hat vor ungefähr 5000 Jahren aus dem Orbit mit einem Bergbaulaser einen ausgedehnten Text in die Oberfläche von Bla gebrannt. Die gewaltige Schrift bedeckt einen Großteil der Hemisphäre des Mondes. Es scheint eine Kurzgeschichte. Wer schreibt denn mit einem Laser Kurzgeschichten im Planeten?
Wer macht denn sowas bitte? Ship upgrades applied. Ach, bist du endlich angekommen da unten? Ja, wird ja auch mal Zeit. Was haben wir da? We have detected an anomaly. Ja, forscht die mal. Eine arktische Welt, ne? So für Anomalien. Zack, zack, zack. Fleet One ist. Hat nichts zu tun. Dann kann Flotte 1 wieder dahin fliegen. Wir begeben uns nochmal nach da. Weil ich mir die Station nochmal angucken. Hier, sehen wir schon mal die Station. Construction completed. Ich kann dir nicht sagen, ankern. A new world of opportunities awaits. Egal. Genau, wir haben eine neue Kolonie errichtet. Das ist toll. Das ist unsere Station. 2600. Pff, die hat Power unterm Arsch. Military Power 1000, also der 1900 Militär Power. Und wenn du überlegst, unsere stärkste Flotte hat 1100 noch. Dann ist das schon hart. So, die Konstruktionsschiffe. Das hat nichts zu tun. Gut, dann kannst du erstmal wieder nach da, nee, nach da fliegen. Wo bist du? Du fliegst nach da hinfliegen, genau. Dann kümmern wir uns jetzt. Das ist Bindur. Handelsabkommen, Systemabtreten. Bindur. Zack. Wir geben dir Bindur. Es ist nicht ausgebaut, kannst du selber ausbauen. Genau. Bitteschön. Schenke ich dir. Zack, zack. Juhu! Wir werden ihn so zuckernaschblasen, du. Wir werden den so Zucker in den Arsch blasen. So. Wir sind erfreut. Wir haben irgendwo einen Arbeitslosen. Wo? Genau, da unten. Genau, deswegen kriegst du ein... Das war... Was haben wir hier gebaut gehabt? Genau, Energieverteiler. Das, also Veredelung. Deswegen bauen wir hier eine normale... Energiegewinnung. Mineralien. So, Bindur. Genau, die haben auch schon hier Gebäude gebaut. Da haben sie schon Station gebaut. Mal gucken, was sie hier demnächst machen. Du kannst dich erstmal hier austoben mit der Forschung. Wo bist du? Da oben. Du hast gerade nichts zu tun. Was kostet mich der Spaß? 190 für alles am Bergbau. Da kannst du die Forschung machen. Dafür müssen wir noch was machen. Dafür müssen wir auch noch die Forschung beenden. Lass doch mal lauter laufen. Mensch, Draki. Sei doch nicht so doof. Drück doch mal auf Play. What the fuck? Bunkerbot. Wir haben die ungewöhnliche elektromagnetische Strahlung, die von ausgehend bis zu einem geheimen unterirdischen Bunker zurückverfolgt, in dem sich ein Megacomputer von der Größe eines Kampfschiffes versteckt. Ja, welches Kampfschiff? Kleiner Jäger, Bomber, eine Korvette, Träger. Unsere Wissenschaftler vermuten, dass er schon seit mehreren tausend Jahren dort ist und seither an einem einzelnen komplexen Problem arbeitet, dessen Natur uns noch entgeht. Die Frage des Lebens. Die Antwort ist 42. Wissen wir doch alle. Als die Crew versucht, mit dem Computer zu interagieren, entdeckt sie, dass er scheinbar verlassen und unbewachte Bunker tatsächlich von einer Sicherheits-KI betrieben wurde, deren höchster Zweck darin besteht, die Besucher lebendig zu verbrennen. Ah! Als die Persönlichkeit besiegt, sendet sie eine Nachricht an einen unbekannten Empfänger. Nein. Zu fördern. Das ist eine Mitgliederbrechung fortsetzen. Wir sollten ihn besser nicht stören. Welche Probleme auch immer der Computer zu lösen versucht, erscheint wichtig zu sein. Ha!
Dann würden wir 100 Mineralien kriegen. Einmalig, fertig. Ganz im Ernst, 100 Mineralien machen den Kohlenhydrat nicht fett. Aufeinhalten. Wodurch der Computer in der absichtlichen Zeit ausfallen würde. Hinzufügen der Modifikatoren Bunkerbot für unseren Monat führt zu folgenden Effekten: Ingenieure, Forschung plus 10. Ach komm, was wird schon Schlimmes passieren? Wir benutzen ihn diesmal. Wollte gerade sagen, zack, also ist das da, ist nichts Besonderes. Wo ist eigentlich unsere Flotte? Ja, dann mach mal weiter. Wo ist denn unsere Flotte? Ach, da unten. Ich finde es halt blöd, dass hier keine Direktverbindung ist, ne? Das ist so ein bisschen kacki. So, die lassen wir hier weiter erforschen. Blöder Motte, fliegt weg. Die lassen wir hier mal weiter erforschen. Gucken wir einfach mal, was die noch so schaffen in der nächsten Zeit. Was haben wir eigentlich hier für einen Planeten gehabt? Wissen wir nicht. Dann müssen wir uns echt mal bald drum kümmern. Ansonsten, wie lange brauchen wir hier noch? Noch 9 Monate, noch 19 Monate, 9 Monate, aber das abgeschlossen, das ist gut. Können wir da weitermachen. Können wir unsere Korvetten direkt wieder verbessern. Zack, zack. Ja, das nächste Forschungsschiff, was nichts zu tun hat, wird dann wahrscheinlich das da sein. Ich glaube, so viel ist hier nicht mehr. Nö. Der macht jetzt da dieses Wrack identifizieren. Unser Krüger wurde hat berichtet, dass Schiffswrack das Ergebnis eines unerwarteten geomagnetischen Sonnensturms war. Das Versorgungsschiff hatte einen Totalausfall der Lebenserhaltung und erlitt so schwere Schäden, dass es manövrierunfähig bis in die Schwerkraft von driftete. Es gibt keine Überlebenden. Der Frachtraum des Schiffes enthält eine bemerkenswerte Menge an Mineralien. Doch warnt der Captain, der Scout davor, dass die Schiffskonstruktion auf ein gaborgisches Design hinweisen. Wie kann, jetzt mal ganz im Ernst, wie kann dieses Schiff in diesem System auf ein Design von denen hinweisen, wenn die erst durch uns vor kurzem die Raumfahrt gelernt haben? Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Mineralien gehören und sie können daher verärgert werden, sobald wir Anspruch darauf erheben. 300 Mineralien. 300 Mineralien gebe ich jetzt nichts, da können sie behalten. Aber mal im Ernst. Wie soll das denn gehen? Bitte, erklärt mir das mal. Ja, wie soll das gehen? Wie bitteschön kann ein Schiff von denen da landen, ohne bei uns jemals durchgeflogen zu sein, wenn wir denen auch noch beigebracht haben, wie Raumfahrt überhaupt funktioniert? Das geht doch gar nicht. Das geht doch gar nicht. Ja, machen wir mal. So, Moment. Wir haben Nachricht erhalten, dass die Fracht unserer Versorgungsschiffe zurückgebracht wurde. Wir möchten euch danken, dass ihr euch die Zeit genommen habt, sie wiederzubringen, ohne die notwendige Intervention. Ja. Moment, erhält den Meinungsmodifikator, gab gestrandete Fracht zurück gegenüber Vereinten Nationen. Okay. Und das bewirkt jetzt was? Protektorat? Hat Migrationsabkommen? Erbärmlich, loyal? Ah, da, plus 20.